Es ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kirmes. Heute pünktlich zu Halloween sprechen wir über das Grusel-Labyrinth NRW in Bottrop. Zusammen mit Jasmin und Simon habe ich die größte Gruselattraktion Europas besucht. Erlebt unter anderem hier in diesem Video die tolle Gruselatmosphäre auf über 3000 Quadratmeter. Seid hautnah dabei, wenn wir alleine das Horrorlabyrinth Schacht 13 und den grauenhaften Märchenpfad Merr betreten. Und dann gibt es noch ein interessantes Interview mit dem Geschäftsführer Holger Schliemann. Also bleibt dran, wenn ihr Gruselfans seid. Und bis gleich. Also mich kann man ja nicht erschrecken, ne? Ist das geil. Können das? Willkommen zurück. Ja, wo sind wir gerade? Heute ist ja Halloween und wir sind beim Grusel-Labyrinth NRW in Bottrop. Hier im Hintergrund kann man das schon sehen. Und wenn ich von wir spreche, dann bin ich natürlich nicht alleine, denn ich habe ein befreundetes Ehepaar, so muss man sagen, dabei. Sozusagen als ich bin ja nicht ganz so mutig. Und zwar, stellt euch mal kurz vor, ich drehe mich mal kurz, da sind die beiden. Hallo. Na, wer bist du? Ich bin der Simon. Und Jasmin, hallo. Ja. Und ihr wart ja, ich stelle mich mal dazu. Ja, wir sind extra aus Lübeck eingetroffen, um uns hier das Grusel-Labyrinth mal anzuschauen. Und ihr wart ja schon mal im Grusel-Labyrinth, ne? Weil ich habe ja erfahren von euch, dass die Herrschaften damals in Kiel waren. Richtig, ja, genau. genau. Okay. Und wie war's? Sehr geil. Also in Kiel war das schon sehr, sehr gut gewesen. Also wirklich Ja. sehr gut. Da waren wir auch mehrmals gewesen. Mehrmals Und sogar. Mehrmals gewesen, genau. Okay. Und da sind wir Jetzt natürlich sehr, bin sehr gespannt, wie das gespannt, jetzt was jetzt hier bei wird. Uns gezeigt wird. Also haben aber auch sehr große Erwartungen. Ihr habt auch große Erwartungen. Ja, wir es sind war große Gruselfans. Wir haben große Erwartungen. Und Kiel war richtig gut gewesen, deshalb haben Okay. wir auch große Erwartungen. Okay. Schauen wir mal. Ich war ja bei so einer Gruselveranstaltung noch gar nicht. Ich war ja erst bei Zeit der Schattenwesen im Hansapark, aber ich habe gehört, dass das hier nochmal eine ganz andere Liga ist. Genau, die haben jetzt nochmal einen draufgepackt, weil die Ja. haben jetzt hier nicht nur das Grusel-Labyrinth, sondern auch noch drei zusätzliche Attraktionen, wo es auch ziemlich blutig dahergeht. Genau, ab 16. Und die öffnen, glaube ich, erst später, weil wir machen jetzt, wie heißt das, im Bann der Finsternis, oder wie heißt das? Im Bann der Finsternis, ja. Das ist irgendwie die Hauptshow und geht irgendwie 100 Minuten und um 15.10 Uhr, was jetzt gleich ist, haben wir die Show, geht irgendwie, ja, dann genau. lassen wir uns mal überraschen, was da ist. Aber die Show ist, glaube ich, ab 18. Ab 8, ne? Ab 8 Jahre, genau. Ab 8. Okay, und ja, da weiß ich auch nicht, was mich da erwartet. Also ich bin schon sehr gespannt. Ist ja, ich lese gerade Deutschlands größtes Grusel-Labyrinth. Ja, also das ist ja schon einiges. Und danach um 17 Uhr, da haben wir eine Special Maze, nennt sich, wie nennt sich das nochmal? Schacht 13. Schacht 13. Mhm. Da haben wir, da sollen wir wohl irgendwie zu dritt alleine durchgehen. ich freue mich schon. Da, wo es dann so blutig wird, genau. Ja, toll, ey, weißt du, wo es extrem dunkel ist. Und eng. Und eng. Ja gut, das ist nicht das Problem, aber wenn es dunkel ist, dann man weiß nicht, was einen erwartet, das kann schon, da zeige ich euch auch ein paar Impressionen. Obwohl, da wird man wahrscheinlich nicht so viel sehen, weil es da komplett dunkel ist, aber zumindest ein paar Tonaufnahmen, da hört man, wie wir uns erschrecken. Und wie ich schreie, ja. Du gehst vor, ne? Nein. Jasmin geht vor. Jasmin geht vor, oder? Nein. Wir kennen das ja schon, wir waren ja schon mal hier. Ich habe mich schon angemeldet, ich bin in der Mitte. Stimmt, dann soll ich wieder vorgehen. Oder willst du vorgehen? Na, wir machen das schon irgendwie. Naja, und dann haben wir nachher wie heißt nochmal das? Club X-Space. Da könnt ihr auch mal da hingehen. Ja. Genau, wir können auch mal da hingehen. Wir gehen mal dahin. Auto ist, haben wir offen gelassen. Ja, wollen wir mal gucken, was uns da erwartet. Ja, hier sieht man auch gleich die Plakate. Das sieht schon sehr cool aus hier. Das hat schon was. Also das, hier steht das. Club X-Gate. Wir müssen hier hinstellen. Das ist jetzt, ja, weiß ich nicht, was mich da erwartet. Wisst ihr, was einen da so erwartet? Nö. Das ist die Horror-Disco. Die Horror-Disco. In der wir uns freikämpfen müssen und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir abgemetzelt. Und werden wir gegrillt oder was? Da kommt der Mann mit der Motorsäge. Obwohl, Hunger habe ich schon. Ja, und hier ist ab 19 Uhr, wenn es also schon dunkel ist, dann haben wir hier Merr. Ist auch ein cooler Name, ne? Für ein Labyrinth. Merr. Das ist irgendwie Märchenfahrt im Dunkeln und da haben wir auch einen extra Zugang, beziehungsweise dürfen wir auch zu dritt alleine reingehen. Da gehst du aber vor, ne?
Nee. Oh. Müssen wir wieder vorgehen, ne? Die Männer. Und dann laufen wir. Oder sagst du, ne? Dann sind wir weg. Ja, das Schacht 13, das werden wir nach diesem Hauptprogramm machen. Freuen wir uns auch schon sehr drauf. Und ja, wenn wir zu dritt alleine drin sind, ja, schauen wir mal. Ja. Hast du Schiss? Nö. Na. Geringfügig. Soll ja alles Spaß machen, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, das stimmt. Das die muss Spaß machen. Die fassen einen ja nicht an. So, offiziell nicht. Mich fassen sie schon an, ist okay. Und was hier auch noch ganz cool ist, ist diese große Statue, die wir hier haben. Die finde ich richtig genial. Was steht da drauf? Memento. Ah, hier, das ist cool, oder? So, hier nochmal. Hier mit dem Tod. Sehr genial. Oder? Kommt doch mal her. Ja. So, hier mit der Statue hier schön, weißt du? Wir haben auch schon ein Foto gemacht. Ja, ist schon genial, oder? Also man merkt schon, dass hier sehr viel mit Liebe gemacht wird. Also, und hier ist schon einiges los. Bin echt erstaunt. Also es spricht sich hier schon rum. Ja, dann wollen wir mal reingehen, unsere Karten abholen und mal gucken, was uns erwartet. Dann melden wir uns nochmal in der Empfangshalle. Bis gleich! Ich habe mich schon angefreundet mit Mr. Toad. So, wir sind jetzt in der... Ihr guckt schon hier nach dem Essen, das ist unfassbar, oder? Kaum sind wir drin und schon... Ja, wir sind ja jetzt hier in der Empfangshalle. Das sieht schon alles sehr cool aus, oder? Ja, richtig. Also richtig schön dekoriert alles und hier laufen schon irgendwelche Gestalten rum, unfassbar. Sind alle echt. Ja, genau, da laufen schon, wenn ich mich mal so schwenke, also es ist schon sehr atmosphärisch, oder? Ja. Also es hat schon was. Richtig cool. So langsam kriegt man Hunger, ne? Naja, auf jeden Fall sind wir sehr gespannt auf die Show. Die geht gleich los. Wir haben unsere Karten geholt und das Ganze dauert eine Minute und danach, da wir dann nicht filmen können, melden wir uns dann gleich nochmal wieder nach der Show und sagen dann mal, wie das so war. Bis gleich! Ja, wir waren gerade im, wie heißt das nochmal, Bann der Finsternis, ne? Die Story, diese Hauptstory ging irgendwie 100 Minuten und ja, wie fandet ihr das? Richtig cool. Ja, super. Ja. Tolle Kulisse, super Schauspieler, tolle gruselige Atmosphäre. Und lang, und ich meine, die Zeit ging ja wirklich, also ratzfatz vorbei, ne? Ja. Also es war absolut unterhaltsam, auch die Schauspieler, also man merkt wirklich, dass das gelernte Schauspieler sind, weil... Also die haben wirklich genial gespielt, oder? Absolut, ja. Ganz tolle Geschichte erzählt. Also. Was fanden die am besten an der Maze? Die Gruselmomente, wo man erschrocken wurde, war cool eigentlich. Das waren viele? Also, das waren viele, ja. Also, war nicht wenig. Wir waren auch viele in der kompletten Dunkelheit. Ja? Ja. Mögt ihr eigentlich Clowns? Nicht wirklich. Nee. Wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber da sind einige Clowns unterwegs. Also seitdem ich Stephen Kings S gesehen habe, hasse ich ja Clowns. Ne? Und ja, hier hat man schon hier und da, der eine Clown wartet schon im Dunkeln. So viel können wir schon mal verraten. Genau so ist es. Gibt es denn irgendwie eine Szene, was euch besonders gut gefallen hat oder alles? Oh, da gibt es eigentlich viele Szenen, aber die Szene mit den Clowns, die war schon beeindruckend da in diesem Käfig. Absolut. Und du, Fabian? War einfach toll. Also der Faden von Anfang bis Ende durchgezogen. Ja. Rätsel sind dabei. Genau, also wir mussten auch interaktiv sein. Man kann sehen, hier wurde sich wirklich jemand hingesetzt, Gedanken gemacht, wie das alles aussehen soll. Also ganz viel Liebe zu Detail. Ja, ganz genau. Toll. Also das merkt man auch so an den Kulissen, an diesen Kleinigkeiten, ne, was da so ist. Also dass da wirklich viel Liebe reingesteckt ist und man wird ja in so kleinen Gruppen, obwohl klein, 25 Leute waren wir, ne? Würde ich auch sagen, ja. Ja, wird man da reingedrückt und dann wird auch eine Story so erzählt und man muss dann wirklich auch so Aufgaben lösen, ne? Das finde ich cool, also es ist richtig eine interaktive Show, kann man sagen, oder? Ja. Ja, ja, und jetzt machen wir, wie heißt das nochmal, Schacht? Schacht 13. Schacht 13 und da haben wir jetzt irgendwie einen separaten Eingang, dann heißt es zu dritt durch Schacht 13. Ja, wir freuen uns, ich gehe nicht vor.
So, wir gehen jetzt erstmal zum Auto. Wo bist du? Da. Wir gehen jetzt zum Auto, holen die GoPro, die zweite Kamera, für Schacht 13. Vorher stecken wir uns noch mal mit dem Uso, ne? Vorher stecken wir uns noch mal mit... Was? Ja, wo habe ich mich da drauf eingelassen? Vor allen Dingen, wenn wir alleine da reingehen, das ist ja unfassbar. Ja. Und das soll ja extrem gut sein. Ja, ich kann da nichts für. Ja, Stunde der Wahrheit, ne? Wer geht vor? Jasmin. Du musst ja fehlen. Ja, nee. Ich tue nur so, als ob. Ich mache ja nur Tonaufnahmen. Das ist egal, wer vorgeht. Scheiße. Ja, verrückt. Das waren unsere Darsteller. So ganzen, diese ganzen Kulissen, so diese kleinen Geschichten, finde ich so richtig genial. Ja, wie fühlen wir uns? Wie fühlen wir uns? Noch gut, ne? Auf jeden Fall ist das so ein bisschen schön stickig hier, ne? Es ist eng hier. Scheiße. Das hier tust, ey. Nee, falsch. Ah, hier. Können das? Ist das cool? Ja, bin ich doch auch. Ach, herrlich. Ah, hier ein Monster links. Exit. Ich glaube, den habe ich drauf. Ach, ist das herrlich. Ja, ja. Ich geh vor. Ich denke, ich soll vorgehen. Wir gehen mal hier lang. Ja, cool. Ach nee, warte. Hier lang? Ich werde die ganze Zeit. Ey, hier ist Sackgasse. Ja, warte, ich geh vor. Bin gleich wieder da. Ah, hier lang. Ah, ja. Ja, ja. Boah, Schubs! Ja. Sehr geil. Sehr geil. Der Schlechter. Oh nein, jetzt kommt der hierher. Naja, logisch, würde ich auch machen. Scheiße. Ja, sehr cool. Und du hast nichts gesehen. Weiter geht's in die Richtung. Ah, hier müssen wir gehen. Ja, ist Zeit. Ja. Der Club Escape ist so eine Runde zum Erholen. Aber wir müssen ihm da folgen. Heute. Ja. Oh, cool. Ihr habt ja schon mal einen Ausblick auf den Märchenwald von oben. Ja, ja. Folgt mir auf dem Fuße, lasst uns sehen, wohin der Pfad uns führt. Da ist jemand. Nein, da ist keiner. Der will nur spielen. Es war einmal die Mär von der finsteren Wahrheit, die Kinderohr niemals hörte, welche von keiner Feder je geschrieben. Schockweise werdet ihr Momente erblicken,
die euch deuten, was wirklich geschehen, was in keinem Buche steht geschrieben. Folgt dem Pfad. Folgt mir, ich kenne den Weg. Alles gut bei euch? Ja. Ab hier 2 Stunden Wartezeit. Cool, so ein Hexenhäuschen, ne? Da kommt bestimmt irgendwie, weiß ich nicht. Michael, du kannst auch keine Tipps geben, ne? Ja, ja, ich hab's okay. Oh, Scheiße, da müssen wir durch. Oh. Ist ja so wie. Miets, miets. Geil. Das ist ja gut, dir mal den Kopf an. Wer von euch hat den höchsten Fett gehalten? Was denn? Bin ich zu schnell? Echt? Ist ja geil. So ein Maisfeld. Ist ja cool. Hier bin ich. Ich hab's nicht gesehen. Der kann doch gar nicht sprechen. Ach, er kann doch sprechen. Oh. Verstanden! Kommt morgen per Post. Das ist geil. Das war die Nebisch. Also die geht. Zur Hütte des Einsiedlers. Spinn? Geil. Spinn geil. Und zu Hause? Das ist ja geil. Da ist sie erschrocken. Da ist aber jemand erschrocken hier. Sucht ihr mich? Ja, wir haben dich gesucht. Und gefunden. Wollt ihr schon gehen? Ja. Vorsicht. Bitte komm. Hat sie gesagt. Oh. Bitte komm. Ab damit. Ja, das bin ich. Das ist für eine Rolle für mich. Psycho. Zum Haus. Hier ist auch beschissen. Zum dritten Mal schon. Rein! Jawohl. Schön im Bild. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, lang, ne? Oder? Ja, wir müssen da lang. Die kann schreien, wa? Oder? Ja. Alter, da weißt du, da würde ich, glaube ich, eine ganze Tüte Ricola fressen danach. Ich gehe über den Stein. Michael funkt doch da wieder irgendwie. Das ist doch irgendwie... Das ist, Das ist ja cool gemacht. Wenn man das sich alles so ausdenkt. Ach du Scheiße. Zur Nicht-Geburtstagsfeier. Oh. Hey, das Gerät von Blut und Erschlag. Mehr Appetit und etwas Tee. Das ist tatsächlich spät. Oh nein. Ich bin fast, ihr seid übergeschnappt. Ich kann es sprechen, aber wisst ihr was? Das sind gerade die Besten. An einem Ort wie diesem, wenn man sagt, wenn man wie ein Hut macht. Oh, mit dem Kopf, hat sie gesagt. Oh, mit dem Kopf, wie Mini-Brei. So sei es, soll es sein. Und dann, alle Zeit. Na los. Jawohl! Weiter, weiter! Jawohl! Männer! Oder muss ich das Köpfchen vielleicht doch noch abmachen?
Ich bin's nicht. Was ist das? Auch immer ich. Meine Fresse. Oh, hier ist, warte. Ja, ich gehe ja schon. Hier ist alle hier lang. Ja, der Papa findet alles. Ich wünschte, ich wäre Zwerg. Das kannst du aber doch nicht so laut sagen. Warum denn nicht? Ja, wir haben es geschafft. Ach, Kinders. Ah, sehr cool. Ja, sehr geil. Also großes Lob, echt. So, ja, wir sind wieder zurück. Wir haben alles überlebt, das ist unfassbar. Erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, lieber Holger, dass wir hier sein durften. Und wir haben jetzt alle Maces hinter uns gebracht. Einmal diese 100-minütige Show. Dann haben wir die Schacht 13, war sehr, sehr geil. Also danke. Sehr cool. Besonders Jasmin hat sich erschreckt. Ich musste vorgehen, das ist unfassbar, oder? Ach, naja. Ist das bei dir genauso, wenn du eine Freundin hast und dass du immer vorgehen musst? Ja, die sagen immer, ich soll vorgehen, aber das mache ich natürlich nicht, sehr langweilig für mich. Ja? Oder du läufst vor, versteckst dich dann irgendwo und sagst, wo bleibt ihr denn? Nein. Ich versuche immer ganz hinten zu gehen, weil ich ja schon genau weiß, was passiert und dann gucke ich mir das in aller Ruhe an. Ne? Ja. Nee, aber war sehr geil. Dann haben wir ja Club, wie heißt das nochmal? Club Escape. Ja, genau. Das Rätsel haben wir leider nicht gelöst. Obwohl, ich hab viermal die Zahlen gefunden. Aber was es genau ist, das verraten wir euch nicht. Deswegen kommt am besten hierher. Genau. Und dann haben wir, das war auch eine absolute Krönung, gerade das Labyrinth mehr gemacht. Also Kinder, das müsst ihr euch antun. Das ist vor allen Dingen, man sieht so viel überhaupt in diesem ganzen Maze, sag ich mal, oder diesem Grusel-Labyrinth, sieht man so viel, dass ihr mit so viel Liebe dabei seid. Oh, das ist nett. Also ja, ohne Scheiß, das ist wirklich die Liebe, die kleinsten Details, Kulisse etc. Und auch die Schauspieler, die hier alle beteiligt sind. Ich habe ja mittlerweile erfahren, ihr seid knapp 100 oder über 100. Ja, das stimmt. Es sind inzwischen ganz schön viele geworden, ja. 105, ne? Weißt du selber nicht mehr, ne? Naja, also es sind echt vor diesen Halloween-Wochen noch mal einige dazugekommen. Ne? Wahnsinn. Aber die mit alle so viel Liebe dabei und vor allem, die spielen richtig gut. Ja, danke. Also das muss man gebe wirklich ich gerne sagen. So weiter. Gib das gerne so an dann weiter. Und auch hier mit diesem Labyrinth, mit diesem Märchenlabyrinth, also sehr, sehr geil und vor allen Dingen so viele unterschiedlichen Szenarien. Also wie kam es auf die Idee? Naja, also uns war schon wichtig, dass wir halt neben dem großen Grusel-Labyrinth halt völlig unterschiedliche Sachen machen, ja. Die sich davon nochmal total abheben. Ja. Und dann wollten wir halt so unserem Stil ein bisschen treu bleiben. Ja. Und das mit dem Märchen passt natürlich super zu uns. Ja. Also wir sind halt so ein bisschen märchenhaft. Wir machen ein Programm für die Familie, ne? Bist du ein Märchenfan? Auf jeden Fall, klar. Ja. Wobei ich musste mir die klassischen Märchen auch alle nochmal anhören und nochmal durchlesen, um mal genau alles richtig zu machen. Alter. Ne? Wie lange hast du dran gesessen oder wie lange habt ihr dran an diesem Labyrinth dran gesessen? Von der Konzeption bis jetzt? Ach, das haben wir ja schon Anfang des Jahres angefangen zu planen und ja. Die Bauzeit waren so 3 Monate. 3 Monate habt ihr gebraucht. Das ist ja Wahnsinn. Und man merkt auch hier, jetzt ist ja wirklich High Life, also hier geht vor allen Dingen der Parkplatz war richtig voll. Also die Nachfrage, ihr könnt euch ja kaum vor Besucher retten, ne? Ja, ist das so? Wir haben natürlich eine begrenzte Kapazität, also wir können ja nicht so Massen durchschleusen. Also ja. Ihr seht es ja jetzt, es ist zwar voll, aber trotzdem, die Leute müssen jetzt nicht länger als 20, 30 Minuten warten und es ist auch in Ordnung so. Also irgendwann ist dann einfach gut und dann reicht es auch. Ja. Gruselst du dich persönlich auch selber gerne? Ja. Und ich grusel mich übrigens sehr. Ja? Also, ja. Also wenn du jetzt auch so, guckst du dann auch so Horrorfilme oder so? Also sagst du, alleine? Ja, ich mag das schon. Ich würde es niemals alleine gucken. Das gebe ich sehr gerne zu. Nein, guckst du auch noch einmal unter dem Bett, ob da jemand ist? Nee, aus dem Alter bin ich jetzt schon raus. Ja. Aber aber... Okay. Also auf jeden Fall kann ich mich gut gruseln. Ich kann das nachempfinden. Ja. Aber natürlich kenne ich inzwischen natürlich sämtliche Tricks. Ne? Ah. Fährst du auch gerne mal so Geisterbahn oder sowas? Oder? Total. Ja? Also auf jeder Kirmes, wo ich bin, nehme ich jede Geisterbahn mit. Jede. Egal wie teuer oder wie billig. Geil. Und alles mitgemacht. Ja. Das ist sowieso wichtig. Ich meine, das gehört ja dazu. Aber ja.
ich finde auch eine Geisterbahn, auch wenn die so ein bisschen schäbig ist, ne? Die hat ja trotzdem immer so ihr eigenes Flair, so ihren Charme. Flair, ne? Und ich finde das total wichtig, dass sowas erhalten bleibt. Ja. Was ich aber auch toll fände, ist, dass wenn so Geisterbahnen, wenn die halt so ganz alt sind, dass man die einfach so komplett neu macht. Das ist ja teilweise passiert, wie mit der Geisterstadt zum Beispiel. Von Fellerhof, ne? Genau, ja. Super, richtig gut gemacht. Ja, Daumen hoch dafür, ne? Und ja, sowas sollte mehr passieren, ja, weil ich finde, so die alten Chaisen sollten so erhalten bleiben und so. Das ist auch dieser Flair, dieser Stil eigentlich. Wir machen im Prinzip ja fast dasselbe, sodass wir halt auch so diesen Stil versuchen zu erzeugen, nur natürlich von der Dekoration her viel aufwendiger mit mehr Schauspiel und so. Ja. Aber es geht halt so um die Atmosphäre, das ist uns sehr wichtig. Ja. Und hast du eine Lieblingsgeisterbahn auf der Kirmes? Ja, definitiv die Geisterstadt. Die Geisterstadt, ne? Auf jeden Fall, ja. Und vor allen Dingen, also ich hab sie noch nicht besucht, aber das folgt definitiv. Da soll ja auch viel aus den USA kommen, ne? Ja. Und das ist da, holt ihr euch denn auch so irgendwie was aus den USA so rüber? Irgendwie so Effekte, weil ihr habt ja auch Effekte versteckt. Was sage ich jetzt nicht, aber ist egal. Ja, klar. Also machen wir schon auch. Ja. Also wenn wir jetzt irgendwelche Leichenteile brauchen, die bestellen wir dann aus den USA. Leichenteile. Der Zoll guckt dann immer ganz komisch. Was ist da drin? Wir haben da wieder ein paar Leichen. Können Sie mal die abholen, bitte? Und ich sage, ja, Leichenteile, ja. Ja, das mit dem Blut, das gehört dann so. Ne? Also ja, das, muss ja. Ja. Ja, das ist ja geil. Ja, das ist schon manchmal ein bisschen schräg. Aber wir versuchen aber auch, wir haben ja letztes Jahr mit einer Firma hier aus Köln zusammengearbeitet, hier auch so kleine Firmen aus der Region halt so mit einzubinden, die auch was produziert haben. Ja. Aber es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ne? Also es gibt ja in den USA einen riesigen Markt dafür und natürlich müssen wir da auch einige Sachen holen. Das ist krass. Aber ich finde auch krass, ihr wart ja, was viele vielleicht gar nicht wissen, ihr wart damals in Kiel. Ja, ja. Wie kam es dazu, dass ihr von Kiel nach Bottrop gezogen seid? Also kurzform ist, in Kiel waren wir absolut unsere Grenzen gestoßen, was aus Ausbaumöglichkeiten betrifft, auch was das Besucherpotenzial betrifft, also mehr ging einfach nicht in Kiel. Ja. Und wir wollten uns weiterentwickeln, mehr machen, wie man es jetzt auch sieht, mit drei zusätzlichen Attraktionen. Definitiv. Und das ging halt nur, oder geht halt nur, wie man es jetzt sieht, an einem neuen Standort. Und entsprechend haben wir uns dafür entschieden und sind auch letztendlich glücklich damit. Wir vermissen natürlich Kiel, unsere Heimat, ne, aber... Ich wollte gerade sagen, du bist ja Kieler, ne? Vermisst du nicht mal das Meer oder irgendwie sowas? Natürlich, jeden Tag vermisse ich das Meer, aber ne, ich habe ja jetzt mehr. Und du hast auch keine Zeit, von daher. Aber ihr habt ja, ist es jetzt auch die Europas größte Gruselattraktion, die es gibt, ne? Ja. Die jetzt hier habt. Und ihr habt hier komplett 3000 Quadratmeter, ist richtig? Ja, etwas mehr sogar. Etwas mehr sogar. Mhm. Ah, das ist der Wahnsinn. Also wie schafft man das alles? Du bist ja jetzt hier der Chef und musst dich um jeden Kram kümmern. Das ist ja, denke ich mal, auch Teamarbeit, ne? Absolut. Also wir haben natürlich inzwischen für fast alle Bereiche auch eigene Leute. Ja. Es ist wahnsinnig groß geworden, das stimmt, aber ja klar, also ich bin jetzt natürlich mehr auch wirklich Geschäftsführer, als ich früher halt so der Typ war, der einfach auch alles selber gemacht hat. Ja, aber so wirklich von der Pike auf haben wir uns das halt alles selbst beigebracht und nach demselben Schema machen wir es auch jetzt noch. Es ist ja auch viel Zettelscheiße, gerade in Deutschland, ne? Wenn du jetzt Geschäftsführer, also da musst du ja schon ein riesiges Archiv haben, ne? Man muss ja alles aufbewahren, den ganzen Dreck, ne? Ja, viele Akten. Ja, ich... Aber wir hatten so viel Spaß gemacht hier. Also Dankeschön. Man kann wirklich einen ganzen Tag hier verbringen. Lohnt sich wirklich. Schaut euch das an. Ihr habt auch einen sehr coolen Trailer auf der Facebook-Seite. Verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Also ne, schaut euch diesen Trailer an. Sehr cool. Und gerade zu Halloween ist es, glaube ich, hier richtig voll, oder? Kann man jetzt einfach so kommen zu Halloween oder muss man sich schon vorher irgendwie anmelden? Also bis zum 20. November haben wir die Halloween-Wochen ja noch. Bist man du, kann ja. dann auf jeden Fall noch kommen. Ja. Aber jetzt an dem Halloween-Montag braucht niemand mehr versuchen, einfach so zu kommen. Ist alles ausverkauft. Alles ausverkauft, ist doch der Wahnsinn. Aber das ist auch für dich richtig cool, dass man sagt, Mensch, ich habe alles richtig gemacht, den Leuten gefällt es. Es wird ja auch immer mehr, ne? Mehr Besucher, die kommen. Klar, also ich meine, so viel mehr geht gar nicht während der Halloween-Wochen als jetzt in dem Vorjahr zum Beispiel, aber klar, natürlich ist es schön. Das ist doch cool, ne? Ja. Deswegen, damit ihr auch den Tag, wie lange musst du heute noch? Bis 3 Uhr? Ja, bis 3 Uhr nachts, ne? Bis 3 Uhr nachts. Damit du es auch überstehst, habe ich eine Kleinigkeit für euch mitgebracht. Moment. Jetzt bin ich gespannt. Buka, hallo, Buka, komm mal her. Die sind vor der Kamera hier. Hallo! Kommst auch nochmal mit ins Bild? Was machen wir? Was machen wir eigentlich hier? Einfach böse gucken. Was machen wir hier? Was machen wir eigentlich hier? Du musst böse gucken, ich darf lachen. Darf ich auch lachen oder muss ich auch böse gucken? Oder muss ich Psycho gucken? Zeig mal. Bad! Ne? Macht ihr mal. Damit ihr den Tag auch nochmal übersteht. Ich liebe Clowns. Seitdem ich Stephen Kings S gesehen habe, hasse ich Clowns. Hast du schon die Neuverfilmung gesehen? Den Trailer? Nee. Gibt es einen neuen Film? Ja, machen sie. Kommt, glaube ich, nächstes Jahr raus. Ach, ja, dann gucken wir uns das an, ne? Naja, ich habe euch auf jeden Fall 1,2 Kilo Vampire mitgebracht. Dann könnt ihr schön für euer ganzes Team, könnt ihr schön ein bisschen naschen. Wir machen hier Schleichwerbung für. Ja, irgendeine Firma, die irgendwo aus, weiß ich nicht, aus, kommt ihr mal her? Aus Kiel, ne? Ja, genau. Thomas Goldschlag hat dafür Werbung gemacht, also.
Dankeschön, Dankeschön. Und das ist noch nicht alles, weil Katharina, die hat das alles auch spontan für uns noch ein bisschen organisiert. Und da ich mit Katharina jetzt zweimal telefoniert habe und ich erfahren habe, dass sie Marzipan mag, habe ich für dich, Katharina, auch noch was. Pfannkuchen. Original Lübecker Marzipan habe ich dir mitgebracht. Was aus dem Norden? Was aus dem Norden, was aus der Heimat. Katharina kommt ja aus Kiel, ne? Ja. Siehste. An dieser Stelle. Dankeschön. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Video. Und zurück ins Lübecker Studio. Tschüss. Tschüss. So, willkommen zurück im Lübecker Studio. Ja, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an das gesamte Grusel-Labyrinth NRW-Team für eure Gastfreundschaft. Vielen, vielen Dank. Mir persönlich hat das Labyrinth sehr gefallen. Tolle Erschrecker, fantastische Kulisse, coole Atmosphäre auch insgesamt. Jede Menge Effekte, unterhaltsame Story. Also, was auch eine Besonderheit ist, ist, dass alle Mitarbeiter, ob jetzt an der Kasse, Info, Imbiss, was auch immer, sind alle verkleidet und geschminkt. Sehr cool. Das Grusel-Labyrinth bietet eben alles, was ein Grusel-Fan-Herz höher schlagen lässt. Mm. Einen kleinen Verbesserungsvorschlag habe ich dann doch noch, und zwar für die Maze Club Escape oder Xscape. Es könnte nach meinem Geschmack etwas dunkler sein, also vielleicht könnte man da die Fenster irgendwie abdunkeln, ein paar mehr Lichteffekte hinzu, mehr Puppen, mehr Kulisse insgesamt auch, vielleicht auch ein paar Gogo-Stangen, an denen so Monster tanzen, besonders weibliche Monster, nein, auch Herrenmonster sind natürlich erlaubt, ne? Die Damen müssen ja auch voll auf ihre Kosten kommen. Aber die Idee mit dem Spiel, mit dem interaktiven Spiel, ist schon sehr kreativ. Und was genau das ist, verrate ich euch nicht. Das müsst ihr schon selber rausfinden. Deswegen besucht das Grusel-Labyrinth. Nur so viel kann ich sagen. Deutschlands größtes Grusel-Labyrinth bietet oder hat jede Menge Überraschungen für euch parat. Also, flux hin! Ja, das Grusel-Labyrinth NRW hat ganzjährig geöffnet und die genauen Öffnungszeiten findet ihr auf deren Homepage unter grusellabyrinth.de. Dort sind auch weitere Infos über die jeweiligen Attraktionen zu finden. Es gibt Bilder, Shop, Einlasszeiten, Gruppenspecials, Videos über das Grusel-Labyrinth und vieles mehr. Schaut mal rein. Und es gibt sogar auch einen offiziellen YouTube-Kanal vom Labyrinth. Verlinke ich euch oben rechts auf YouTube und Google+. Und auf Facebook verlinke ich euch das mal in der Beschreibung. Und da wir schon mal bei Facebook sind, es gibt natürlich auch eine Facebook-Fanseite vom Grusel-Labyrinth. Erreicht ihr unter facebook.com/grusellabyrinth. Und dort gibt es weitere Trailer, Videos, Fotos, aktuelle Infos, auch Gewinnspiele sind mal dabei und jede Menge mehr. Schaut mal drauf und hinterlasst ein Like, habe ich auch gemacht, lohnt sich, unterstützt sie, liked sie. Und ich denke mal, die freuen sich. Ja, was ich auch nochmal abschließend erwähnen möchte, ist, dass, das wird jetzt bestimmt die Pkw-Fahrer besonders freuen oder die Autofahrer, das Parken am Grusel-Labyrinth ist kostenlos. Dicker Daumen nach oben von mir dafür. Und die Halloween-Wochen gehen noch bis zum 20. November 2016. Ja, neben der 100-minütigen Halloween-Show Bannen der Finsternis könnt ihr eben noch diese drei extra Maces erleben. Schach 13, Club Xscape und dann noch dieser wundervolle Märchenpfad Merr. Lohnt sich definitiv, nutzt die Chance, fahrt hin, guckt euch das persönlich an, es ist wirklich fantastisch. Ja, da habe ich noch mal eine Frage an euch. Wart ihr schon mal im Grusel-Labyrinth und wenn ja, wie hat es euch gefallen? Eure persönliche Meinung darüber würde mich interessieren. Schreibt das gerne mal in die Kommentare hier auf YouTube, Facebook, Google+, Plus, was gibt es noch, Instagram, Twitter, schöner Name. Und dann noch mal die Umfrage. Welche Halloween-Veranstaltungen besucht ihr am liebsten? Einmal im Moviepark Germany, Fort Fun Abenteuerland, Grusel-Labyrinth NRW, Heidepark oder im Europapark? Nehmt gerne mal an der interaktiven Umfrage teil, die ich euch jetzt auf YouTube und Google+ hier oben rechts einblende. Oder schreibt eure Meinung oder eure Auswahl einfach auf Facebook in die Kommentare. Und das eine oder andere Posting von euch werde ich natürlich wie gewohnt in der übernächsten Funfair-Blog-Ausgabe präsentieren. Ja, in der letzten Funfair-Blog-Ausgabe ging es ja um den ehemaligen Booster der Schaustellerfirma Rüdiger aus Österreich. Und da habe ich euch gefragt, wie ist eure persönliche Meinung über Booster? Und dann gab es noch die Umfrage, welches Fahrgeschäft mögt ihr lieber?
entweder Who's Booster oder Mondial Shake. Und wenn ich mir das Umfrageergebnis anschaue, Who's Booster hat mit 59% gewonnen und Mondial Shake hat immerhin noch 40% bekommen. Ja, ich würde, glaube ich, auch auswählen Who's Booster, weil ich einfach, die Fahrt ist angenehmer, die Loopings seitwärts sind nicht so anstrengend und ja. Ihr habt natürlich auch wieder fleißig kommentiert auf YouTube und zwar der Schüler zum Beispiel schrieb, das Platzieren eines Deko-Objektes in der Mitte ist nicht möglich, hat Löffelhardt mal in einem Interview gesagt. Oh, okay. Ich bevorzuge den Mondial Shaker, weil ich einfach das Ganze angenehmer und optisch besser finde. Liebe Grüße aus dem Saarland. Jo, vielen Dank, lieber Schüler, für deinen Kommentar. Auch für die Aufklärung. Wusste ich zum Beispiel nicht, aber kann man mal sehen, ne? Hier auf Funfair-Blog kann man noch was lernen. dann schauen wir mal auf Facebook. Wir hatten da geschrieben, der Dominik Ziemann. Mahlzeit. Ja, Mahlzeit. Also ein Who's Booster finde ich auch wesentlich angenehmer als ein Mondial Shake. Da muss ich dir recht geben. Nach ein paar Fahrten Shake hintereinander ist man doch ziemlich am Arsch. Gerade dann, wenn neben einem so noch so eine Knalltüte sitzt. Ich hoffe, du meinst nicht mich. vom Komfort ist der Who's Booster nach meiner Meinung in allen besser. Egal ob Bügel oder Beinfreiheit. Was ich total klasse finde von der Firma Löffelhardt, ist, dass die an den Bügeln zusätzlich solche Schaumstoffpolsterchen rangemacht haben, damit der Kopf noch näher am Bügel ist und man somit nicht so heftig mit den Ohren an den Bügeln schlägt. Sollte man vielleicht auch mal bei Limit machen im Heidepark, ne? nee, sehr cool. Dadurch hatte ich damals ganz schön rote Ohren bekommen. Ja, das kenne ich. Nun ist die Fahrt hier wirklich total sanft. Der Who's Booster gehört auf jeden Fall zu meinen persönlichen Lieblingsfahrgeschäften. Liebe Grüße aus Oldenburg. Jo, vielen Dank, lieber Dominik, für deine Meinung. Liebe Grüße nach Oldenburg zurück. Sehr cool. Ja, wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass Löffelhardt solche Polster angebracht hat, aber ja, schon wieder was dazugelernt. Es ist unfassbar heute. Dann schauen wir auf Google+. Wir hatten da geschrieben, der German Funfair. Ich bin ihn auch nur als Booster gefahren, nämlich letztes Jahr unter Löffelhardt in Hamburg und Hannover. Habe zuerst gedacht, der Kopf spielt dort Ping-Pong. Aber das ging überraschend gut. Die Fahrt war sehr sanft und macht sehr viel Spaß. Aber ich bevorzuge den Mondial Shake, da die Fahrt noch ein bisschen abwechslungsreicher ist, denn die Fahrt beim Booster wird nach einiger Zeit etwas eintönig, finde ich. Aber auch erst nach mehreren Runden. Ja, vielen Dank, lieber German Funfair. Auch für deine ehrliche Meinung. Ja, können wir mal sehen. Ne? Der eine ist für den Shake, der andere ist für den Booster. Sehr cool. Ja, vielen Dank auch an alle, die wieder fleißig kommentiert haben. Ich habe mir alles durchgelesen und weiter so. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Und weitere Funfair-Blog-Ausgaben findet ihr auf YouTube und Google+, hier oben rechts. Oder auf der Funfair-Blog-Facebook-Seite in der Rubrik Videos. Ein Abo von Funfair-Blog verleiht euch super Airtime-Kräfte. Blitze! Stark bin ich wieder. Unfassbar. Deswegen abonniert diesen YouTube-Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Oder klickt auf der Funfair-Blog-Facebook-Seite auf Gefällt mir und dann verpasst ihr auch keine Beiträge mehr. Das soll's von mir gewesen sein. Im Anschluss gibt es wie immer die Outtakes und die nächste Funfair-Blog-Ausgabe erscheint wie immer kommenden Montag pünktlich um 19 Uhr. MEZ und zwar mit Zeit. Eure Fragen sind dann wieder dran. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut, feiert noch schön Halloween und ciao. Das Horrorlabyrinth Schacht 13 und die, nein, fuck, scheiße, fast geschafft. Naja, nochmal. Es ist mal wieder Zeit für Funfair Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kirmes. Heute sprechen, oh, fuck. Frisch gestärkt, wir sind gespannt. Was uns erwartet? Ich gucke immer ins Display. Warum eigentlich? Oh, guck in die Linse! Vielleicht soll ich kurz einen Witz erzählen zwischendurch, aber da bin ich ganz schlecht drin. Das lasse ich lieber. Ja, das Beste kommt wie immer am Schluss. Und zwar gibt es etwas zu gewinnen. Und zwar einmal zwei Tickets für das Grusellabyrinth NRW, zur Verfügung gestellt vom Grusellabyrinth NRW. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Mit diesen Tickets könnt ihr die Hauptattraktion als auch die drei zusätzlichen Halloween Mazes besuchen, also sozusagen das Premium-Ticket. Gültig sind diese bis zum 20. November 2016. Was müsst ihr dafür tun? Das ist ganz easy. Schreibt einfach hier unter diesem Video auf Facebook oder eben auf YouTube, mit welcher Person würdet ihr gerne dieses Grusellabyrinth besuchen? Ihr habt Zeit, sagen wir mal, bis Sonntag, den 6. November 2016, 23.59 Uhr. Ich werde dann den Gewinner oder die Gewinnerin
am Montag, den 7. November per Facebook Messenger oder eben YouTube Messenger benachrichtigen schriftlich. Und schaut auch bitte in euer Postfach dann, denn wenn ihr innerhalb von 24 Stunden nicht auf meine Mail reagiert, verfällt der Gewinn und ich werde die Tickets neu verlosen. Jetzt bin ich gespannt, wer sich von euch traut in das Grusel-Labyrinth und ich wünsche euch dabei viel Glück. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und jetzt kommt die Endcard!